Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück zu Spiritfarer. Und wir wollen da mal gucken. Wir haben hier eine Aufgabe erfüllt. Kommandantin, manchmal geschehen bedeutsame Dinge an den simpelsten Orten. Die Luft ist mit Metallschwaden getränkt. Die Stimmung ist angespannt und die Anwesenden starren dich an. Die Schenke zum Nacktmulbären ist in der Tat ein schäbiges Etablissement. Ihre Unauffälligkeit ist ihr größter Vorteil. Viele Gäste haben hier das ein oder andere Auge verloren. Der Geruch des Blutvergießens hängt in der Luft. Es ist der geeignete Versammlungsort für die Silberkompanie. Und in der Tat bringt jeder der wiedervereinten Rächer einen Teil eines komplexen Szenarios mit. Vorderick der Barde hat in den uralten Archiven der großen Bibliothek von Valabul einen äußerst betagten Folianten aufgestöbert. Darin stehen die Worte eines sehr weisen und uralten Wesens, eines Orakels, die von den Weisen von Vaeron erwähnt wurden. Elperin, der edle Waldläufer, hat dem Hexenzirkel von Samdara einen Besuch abgestattet. Die Hexen sprachen von den Blättern eines alten Baumes und erweckten diesen mit verbotenen Ritualen von Almazar aus seinem endlosen Schlummer. Und Emdaril zu guter Letzt schwang sich auf sein weißes Ross und tat absolut gar nichts außer im Internet über die Vorteile des Giftwolkenzaus auf Stufe 2 zu diskutieren. Echt super, Jerome, wie immer. Kommandantin, die Silberkompanie könnte wohl herausgefunden haben, wohin uns das Abenteuer nun führen wird. Mach einen Wissenswurf. 18, Erfolg. Du wirst die Vorahnung nicht los, dass sich das Orakel tatsächlich in Furugawa verbirgt. Es ist die einzige logische Lösung. Voller Entschlossenheit entscheidest du, dass es Zeit ist, die Segel zu setzen. Auf nach Furugawa, zum Orakel. Ja. Junge, nee, jetzt bin ich hier ganz hergeschlunzt. Wegen dir. Ich will das Schaf nicht. Ich will Silber. Ich will einen Diamanten. Warum ist nicht da? Ich weiß gar nicht, habe ich noch irgendwie... Ich komme. Das Orakel verfügt über immense Weisheit. Nur die Auserwählte ist würdig genug dafür. Du wirst dem Orakel alleine gegenübertreten müssen. Es ist so alt wie die Zeit selbst. Er beobachtet uns Sterbliche. Du findest ihn in Furugawa. Finde das Orakel. Ey, erstmal gucken, ob ich da Silber habe, um dir Silberbarren zu machen. Habe ich sehr. Aluminium, Zink, Pulsar, Kupfer, Eisen, Silber. Wie schön. Wenigstens das kann ich machen. Das ja. Das habe ich befürchtet. Jetzt muss ich erstmal wieder komplett abkühlen. Ja, da war ich ja noch nie gut drin. Das muss erstmal eine ganze Runde abkühlen, bevor ich hier wieder... Okay, Silber habe ich damit also genug. Ich glaube, ich brauchte nur 5. Wo kriege ich denn jetzt einen Diamanten her? Die kriege ich ja nur nicht gerade an jeder Straßenecke, ne? Wenn wir gerade mal hier sind, können wir zu dieser komischen... Am Nordseepier waren wir noch gar nicht. Weiß ich nicht, fahre ich zu dieser komischen Schnulle da hinten mal hin? Okay, weiß nicht, wir fahren jetzt erstmal zum Nordseepier. Aber ich würde tatsächlich gerne schon mal gucken. Kann man sehen, ob man die hier irgendwo kaufen kann? Rübensamen. Ahornstamm. Seltene Truhe. Wo ich immer noch nicht rüberkomme, ja. Schweinefleisch, da ist auch noch eine seltene Truhe. Seltene Truhe. 3 seltene Truhen auf dem Mount Toroyama, das ist ja super. Warum gibt es da so viele Dinge, die ich noch nicht gefunden habe? Da ist ein Opal auf jeden Fall.
Golderz, Eisenerz, okay. Da muss ich auch noch hin. Samenschütze. Sandwich Walk. Okay. War ich da auch noch nicht weiter? Sunspring Platz, Eschensamen, selten Truhe, Heidelbeeren. Zuckerrohr. Es scheint schwer zu sein, Diamanten zu finden. Hätte nicht alle verkaufen dürfen, ne? Ich hätte nicht alle verkaufen dürfen. Ja, muss ich gucken, ob ich durch seine Besorgung irgendwie an Diamanten rankomme. Das ist gerade die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt. Alles andere wird schwierig, glaube ich. Doofe Nummer. Guten Morgen. Na? Ich brauchte unbedingt eine Seelenheilung. Mir blieb nur wenig Mana. Kommandantin, dein bescheidener Diener muss... Oh, ups, ihr tut mir leid. Aber es macht so viel Spaß, verstehst du? Ich liebe es, dein bescheidener Diener zu sein und Geschichten zu erzählen und Monster zu beschwören und einen Spielleiter Sichtschutz zu verwenden. Ich liebe es aber nicht immer, der zu sein, der alle Bücher kaufen muss. Und meistens alles vorbereitet. Aber Bob, Brian und Jerome sind schon ziemlich cool. Ich meine, klar, sie könnten schon etwas mehr reinstecken. Brian ist aber in Ordnung. Allerdings muss ich ihn ständig die Flankierungsregeln an die Flankierungsregeln erinnern. Ich und oder Jerome jedenfalls. Der Typ ist das genaue Gegenteil. Er schätzt sich einen Dreck ums Rollenspiel. Er will nur würfeln und Schwachstellen in der Regel finden. Ja, das nervt mich gehörig. Aber hey, immerhin ist Bob normalerweise auf meiner Seite. Schön, Bob spielt seine Rolle vielleicht etwas zu häufig. Aber gut, ich kann mich da ja kaum beschweren. Nordseepier entdeckt. Ja, tatsächlich war ich da noch... Die Lampen, die müssen wir, glaube ich, auch noch anmachen. Irgendwie im Zuge seiner Quest, wenn ich mich nicht irre. Möchtest du ein bisschen Obst essen? Ach ja, Obst war ja irgendwie nicht, ne? Aber du sollst was essen, Mensch. Was ist denn so schwer? Ich ziehe den Hut vor deinem Tiefblick, Kommandantin. Das ist die altmodischen... Ah, okay, er mag altmodische Gerichte. Vielen Dank. Möge dich der Fürst von Vaeron auf deiner Reise begleiten. Ach, tut mir leid, ich habe dich ein wenig angespuckt. Wenn es weiter nichts ist, Junge, spuck mich ruhig an. Es gibt schlimmere Dinge im Leben, als angespuckt zu werden, glaub mir. zumindest auf diese Art und Weise. Er hat es ja nicht böse gemeint. Na, ist das gerade noch so in Ordnung. Das zu. Okay. Oh, gnädiges Fräulein, du hast das Gesicht. Larry Salzberg erkennt sich mit Gesichtern aus. Und deines würde sich gut auf einem Poster machen. Auf einer Werbetafel. Du hast nichts gesagt, aber ich kann mir deine Stimme vorstellen. Und ich hasse sie. Aber darum können wir uns in der Nachbearbeitung kümmern. Wir holen uns ein Mädchen, das alles synchronisiert. Du wirst perfekt sein. Was? Du bist keine Schauspielerin? Du machst kein Varieté-Theater? Du hast nie mit Ziegfeld gearbeitet? Oh, für diese französische Schäferin oder wie hieß sie, wie auch immer die hieß. Das ist unmöglich, du wärst perfekt gewesen. Aber wenn das war's, dann bist du ein völlig unentdecktes Talent. Du musst in meinem nächsten Film mitspielen. Du musst einfach. Ich habe weder ein Drehbuch noch einen Regisseur, aber das ist unerheblich. Der Titel wird irgendwas mit Vision der Perfektion sein. Ein Thriller. Ein Mord. Spannung. Etwas, das das Blut zum Kochen bringt. Damit alle darüber reden. Über meinen neuen aufstrebenden Star. Das wird ein Kassenschlager. Siehst du es denn nicht? Ja, doch, ich sehe das. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen konnte. Einfach nur...
einfach nur die Straße entlang zu schlendern. Oder dass ich mich darauf verlassen konnte, einfach nur die Straße entlang zu schlendern. Du wirst im Handumdrehen mein Star. Aber ich heiße nicht Larry Salzberg. Jetzt brauchen wir nur noch eine Filmpartnerin für dich. Meine Castingchefin ist mit ihrem neuen Liebhaber in den Flitterwochen. Irgendwo, wo es warm ist, aber egal. Es zählt nur der Film, den ich mir in den letzten 5 Minuten ausgedacht habe. Ich brauche Stars dafür. Richtige Stars. Dieses Städtchen ist trockener als mein Hemd an einer Wäscheleine im Sommer. Sehen wir mal. Ja, Joan dreht gerade diesen Mutter-Tochter-Film. Vivian kommt auf gar keinen Fall in Frage. Judy ist auf irgendeiner magischen Reise. Wir brauchen jemanden mit Schneid und Würde. Es gibt da diese erfahrene Schauspielerin, Catherine, die würde passen. Anscheinend genießt sie derzeit die Freuden der Natur. Irgendwo auf dem düsteren Blätterdach, glaube ich. Aber Moment mal, mir kam gerade eine andere Idee. Wir könnten auch die sittensame und naive Richtung gehen. Mit jemandem wie Ingrid. Sie könnte auch in unseren neuen Film passen. Sie hat sich gerade erst ein neues Haus im Old Central District gekauft. Du könntest sie dort treffen. Ah, so viele Möglichkeiten, Schauspieler für Filme zu finden, ist so aufregend. Also gut. Ich überlasse es deiner Expertise. Finde eine passende Schauspielerin für uns. Eine, der du zutraust, eine richtig gute Figur auf der Leinwand zu machen. Okay, Old Central District oder da hinten irgendwie Blätterdach oder was weiß ich. Alter, warum sind hier denn alle Türen verschlossen? Ist ja eklig. Hi. So ein Irrer weckt mich jeden Morgen auf. Er springt kreischend ins Wasser. Und dauernd sagt er, oh, was war das noch gleich? Ich bin der große Fischmann oder sowas in der Art. Er ist so laut und es ist ja nicht nur das Gekreische. Er schlägt im Wasser auch wild um sich. Der arme Tropf kann vermutlich nicht schwimmen. Ich sollte mein Schlafzimmerfenster schließen oder auch nicht. Ich bin wegen der Meeresbrise hierher gekommen. Die kam mit dem Schwimmern am frühen Morgen. Echt alles zu, ne? Oh mein Germini, kupfst du langsam. Leute, ich brauche einen Diamanten, macht's mir nicht so schwer. Gut. Nein, 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 nein. So, in die andere Richtung, bitte. Hör auf, darum zu hopsen jetzt. Wärmebehandelte Krabbe. Hier musst du echt immer aufpassen, ob wir nicht irgendwo noch in die Truhen stehen. Dich habe ich nämlich auch übersehen. Eine antike Büste, das ist super. Ich brauche einen Diamanten, Leute. Macht mich doch nicht schwach. Tun sie schon. Ja, der mit seiner ganz tollen Idee von seinem Film. Also können wir uns jetzt überlegen, wo wir hinfahren. Suchen wir lieber was Wildes für diesen Film oder suchen wir was Naiv-Niedliches? Ich glaube, der Old Central District ist näher dran. Ne? Ah, ist das schön. So. Ich fahre da nochmal hin. Einfach nur mal gucken. Da noch irgendwas vollgekriegt, aber eigentlich glaube ich, waren wir ziemlich gut, was das anging. Ich will nicht alles an Reis benutzen, oder? Okay. Wie viel brauchte ich dafür? Ich glaube. Ups. So. Ups. Rede mit Ingrid im Olsen oder mit Catherine.
Kaufe neue Artikel am Reismehl. Viel von. Okay, da fehlt tatsächlich noch einmal Reismehl. 5 Kirschen. Alter, diese Kirschen, ne? Kirschen machen mich literally ein bisschen aggressiv. Ich hampel hier auch schon wieder so doof rum. Kann ich nicht still sitzen beim Stuhl hier. Naja, egal, wie immer. Ja, wenigstens wibbel ich nicht so wie mit dem Fuß. Manche, das macht mich nervös. Das macht mich sogar bei YouTubern nervös, wenn ich das sehe, wie die dann immer wipp, 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 wipp. So. Sammlung vollständig. Okay, du hilfst mir kein Stück weiter. Die ist auch ein bisschen anstrengend irgendwie, die Alte, ne? So ein bisschen, finde ich zumindest. Aber gut. Das passt hervorragend. Dich hätte ich sowieso gleich gesucht. Zwiebelchen, ich brauche mal deine Hilfe. Hast du irgendwas, womit ich einen Diamanten bekomme? Für sich so ein Metallseil. Schatzkarte. Wäre nicht schlecht. Was? Bedrohliche Schafe? Glimms. Feldsamen-Probierpaket. Getreidesamen-Probierpaket. Ahornsirup. Hämatit. Amethyst. Diamant. Wie komme ich denn jetzt nochmal an diese EP-Punkt, an diese EP-Tränke ran? Oh, ich muss gleich nochmal googeln, wa? Scheiß. EP. Das war doch er, oder nicht? Aber wie? Aber wie? Herrgott, meins. Ja, jetzt mal Kirschsamen finden. Oder fahre ich jetzt erstmal hier hin und gucke mich hier um? Hinkommen müsste ich ja jetzt eigentlich. Wie komme ich an diesen EP-Trank? Das war mit Bug, aber wie? Stella? Stella. Du wirst es nicht glauben. Sie haben endlich das zweite Modul des Waffenhandbuchs berichtigt. Sie haben die Tabellen für kritische Treffer durch Gewandtheitswaffen hinzugefügt und die Kampfregeln eindeutiger gemacht. Gerade als ich bereit war, Krieg und Lindwürmer abzuschreiben. Weißt du, ich hätte wirklich befürchtet, dass es so laufen würde wie bei Edition 2.5. Ja, ich weiß, ich sag's ganz offen. Weißt du noch, als sie das System zum Wirken von Zaubern modifiziert haben? Als ob K&L ein Spiel für kleine Kinder wären, wie Sorcery, die Wiederbegegnung. Mann, selbst nach so vielen Jahren rege ich mich immer noch tierisch drüber auf. Ich habe magische Zutaten für dich. Pilze aus dem Schattenwald. Darf ich sie dir anbieten? Danke. Das ist sehr nett. Finde ich auf die Art und Weise ja noch einen Diamanten. Estella. Du sollst tauchen. Und zwar an der richtigen Stelle. Was ist das? Hummer, Aluminium, Erz in der Halskette. Sonnenblumen und Selleriesamen. Okay. Kann ich jetzt nicht so sonderlich viel mit anfangen, aber naja. Was erwarte ich denn auch? Kirschsamen.
Und eine Lösung, wie ich an diese EP-Tränke komme. Dafür brauche ich Bug, das weiß ich. Ich muss irgendwie nochmal gucken, wie ich da rette, dass ich da nicht weiterkomme, macht mich auch. Also es ist. Vielleicht könnte ich aber den Garten schon mal gleich mal aufstellen. Wir gucken mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr Lieben. Macht es gut. Bye, bye.